Antenne Vorarlberg. Servus, Martin Veit ist hier vom Antenne Vorarlberg Frühstücksradio. Meld mich da aus dem Eurospar in Bregenz-Weidach. Und heute Morgen haben wir ja das Gehalt von der Sandy König aus Bregenz verdoppelt. Und die ist der Kassiererin, verdient im Monat 1200 Euro. Und ich habe mir gedacht, wir besuchen die Sandy einfach einmal und schauen uns an, wie sie da so arbeitet. Die Überraschung glückt hoffentlich. Kommt's mit. Ich glaube, dass sie das da ist. Ja. Sie hat uns nämlich schon ein Foto geschickt. Sandy König. Hallo. Du bist die Sandy, oder? Ja. Bin der Martin Veit. Hallihallo. Hi. Seit wann bist du heute schon da? Noch nicht so lange. Erst angefangen. Wunderbar. Ja. Und die Sandy ist Kassiererin hier im Eurospar. Kannst du ruhig weitermachen. Wir schauen da ein bisschen zu. Und wenn ich da... Genau. Das finde, wie man da reinkommt, dann bin ich so frech und schau einfach mal zur Sandy herein. So Sandy, und jetzt würde mich schon mal interessieren, so viele verschiedene Knöpfe, wie das da funktioniert auf deinem Display. Was hast du denn da alles drum? Alles Mögliche. Also wir müssen ja eigentlich das Zuüberzieher und dann druckst du da Eingabe, dann kommt die Summe. Und da haben wir eine Waage, das sind die ganzen Sachen, dass man sie abwägen kann, wenn Kundschaft das vergisst, dass wir das auch machen können. Da sind die ganzen Obst- und Gemüsesorten drin, in deren Reihen. Mein Traum ist immer schon mal gewesen, hinter so einer Kasse zu sitzen, gell? Echt jetzt? Okay. Darf ich es bedienen einmal kurz? Klar. Ja, natürlich. Dann tauschen wir jetzt Platz. Dann tauschen wir Platz. So, ich möchte jetzt keine Kunden belästigen, deswegen ist die Sandy jetzt meine Kundin. Da haben wir mal ein Feuerzeug zum Beispiel. 2 Euro. Das ist so cool. Das darf man. Ich bleibe jetzt da. Sandy macht das wahrscheinlich schneller als ich, macht trotzdem riesen Spaß. Und noch einmal Gratulation. Sandy König gewinnt auf Antenne Vorarlberg 1200 Euro und somit verdopple ich jetzt dein Gehalt auf 2400 Euro. Gratuliere. Dankeschön. Antenne Vorarlberg.